Das ist Marcos in Barcelona. Aber es könnte auch jemand anderes sein, irgendwo. Was er gleich erlebt, passiert täglich in Büros und Wohnungen überall auf der Welt. Ein Teil in seinem Drucker ist defekt. Der Hersteller verweist Marcos an den Kundendienst. Mein Techniker kann eine Vordiagnose machen, aber die kostet 15 Euro plus Mehrwertsteuer. Es wird sicher schwer, die Ersatzteile zu bekommen. Eine Reparatur lohnt sich da nicht. Die würde rund 120 Euro kosten. Drucker gibt es schon ab 39 Euro. Für das Geld bekämen Sie einen wesentlich leistungsfähigeren Drucker. Mein Rat, kaufen Sie sich einen neuen. Ich würde einen neuen kaufen. Es ist kein Zufall, dass alle drei dazu raten, einen neuen Drucker zu kaufen. Wenn Marcos diesen Rat befolgt, wird auch er ein Opfer der sogenannten geplanten Obsoleszenz. Sie ist der geheime Motor unserer Konsumgesellschaft. Wir sollen offenbar Dinge auf Kredit kaufen, die wir gar nicht brauchen. In unserer Gesellschaft ist die Wirtschaft auf Wachstum ausgerichtet. Es geht nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern allein das Wachstum zählt. Wenn es kein Wachstum mehr gibt, ist das eine Katastrophe. Ohne Konsum gibt es kein Wachstum. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Dieser Film zeigt, wie sehr die geplante Obsoleszenz seit den 1920er Jahren unser Leben bestimmt. Damals begannen Industrielle, die Lebensdauer ihrer Produkte zu verkürzen, um die Nachfrage zu steigern. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Wir werden sehen, wie Designer und Ingenieure dazu gedrängt wurden, sich an neue Zielvorgaben zu halten. Es hieß, zurück ans Zeichenbrett, komm mit etwas Anfälligerem wieder. Eine neue Generation von Konsumenten widersetzt sich nun den Herstellern. Ich denke, Apple hat den iPod absichtlich mit geplanter Obsoleszenz entwickelt. Ist eine überlebensfähige Wirtschaft vorstellbar ohne geplante Obsoleszenz und ihre Folgen für die Umwelt? Die Nachwelt wird uns das nie verzeihen, diese Wegwerfmentalität in den reichen Ländern. Willkommen in Livermore, Kalifornien, der Heimat der ältesten Glühbirne der Welt. Ich bin Lynn Owens, der Vorsitzende des Glühbirnenkomitees. 1972 fanden wir heraus, dass in unserer Feuerwache eine ganz besondere Glühbirne hing. Wir hatten keine Ahnung, wie alt sie war, bis ein Journalist namens Mike Dunstan dem nachgegangen ist. Er konnte noch mit einigen der ehemaligen Feuerwehrmänner sprechen. Die waren damals schon über 90. Sie bestätigten ihm, dass diese Glühbirne seit 1901 in Betrieb war. Jahre alt und sie brennt noch immer. Eine Webcam schickt rund um die Uhr Bilder von der Livermore-Glühbirne ins Internet. Ironischerweise hat sie bereits zwei Webcams überlebt. Als die Glühbirne 2001 100 Jahre alt wurde, gab man in Livermore ihr zu Ehren eine große, typisch amerikanische Geburtstagsparty.
Wir hofften, dass vielleicht 200 Leute kommen würden. Aber es kamen 800 oder 900. Wir hätten auch nicht gedacht, dass jemand für eine Glühbirne Happy Birthday singt. Aber sie taten es. Diese Birne entstand in Shelby, Ohio, um 1895. Von den Damen, die sie montiert haben, gibt es Fotos und auch von den Herren Investoren. Den Glühfaden hat Adolphe Chaillet erfunden. Er war langlebig. Warum er so lange hält, weiß ich nicht. Das Geheimnis nahm er mit ins Grab. Chaillets Formel für den langlebigen Glühfaden ist nicht das einzige Mysterium in der Geschichte der Glühbirne. Noch geheimnisumwobener ist, wie sie zum ersten Opfer der geplanten Obsoleszenz wurde. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Zu Phoebus gehörten die größten Glühbirnenhersteller in Europa, den USA und sogar in entlegenen Kolonien in Asien und Afrika. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft. Und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Ursprünglich sollten die Glühbirnen möglichst lange halten. Thomas Edisons erste Glühlampen, die 1881 auf den Markt kamen, hielten 1500 Stunden. 1924, als das Phoebus-Kartell gegründet wurde, priesen Hersteller die Langlebigkeit ihrer Birnen mit einer Lebensdauer von bereits bis zu 2500 Stunden. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. Wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000-Hour-Life-Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Mehr als 80 Jahre später findet Helmut Höge, ein Historiker aus Berlin, Belege für die Aktivitäten des Komitees. Interne Dokumente der Gründerfirmen des Kartells, darunter Philips in Holland, Osram in Deutschland und die Compagnie des Lampes in Frankreich. Hier haben wir ein Kartelldokument, da steht: The average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. Unter dem Druck des Kartells wurde in den Mitgliedsfirmen experimentiert, um eine anfälligere Birne entsprechend der neuen 1000-Stunden-Regel zu produzieren. Deren Herstellung wurde rigoros überwacht, damit die Kartellmitglieder nur ja die Norm einhielten. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel
zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden. Und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phoebus setzte seine Regeln mit harter Hand durch. Die Mitglieder mussten hohe Bußgelder bezahlen, wenn ihre monatlichen Haltbarkeitsberichte nicht der Norm entsprachen. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Franken Strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. Mit der geplanten Obsoleszenz sank die Lebensdauer der Glühbirnen. In nur 2 Jahren von 2500 auf weniger als 1500 Stunden. In den 1940ern hatte das Kartell sein Ziel erreicht. Die Standardlebensdauer einer Glühbirne betrug nun 1000 Stunden. Young lady, you should be more careful. Dieser Lehrfilm von General Electric machte dem Konsumenten weiß, diese Lebensdauer sei die beste. Just look at that filament. How long a light bulb lasts depends largely on how hot the filament is burned. Samples from every factory are tested to make sure that they're as good as we want them to be. Ich kann verstehen, dass das 1932 sehr verlockend war. Nachhaltigkeit war damals kaum ein Thema. Die Menschen sahen die Erde nicht als einen Planeten mit begrenzten Ressourcen. Für sie gab es alles im Überfluss.1942 flog das Kartell auf. Die US-Regierung erhob Klage gegen General Electric und andere Glühbirnenhersteller. Sie warf ihnen illegale Preisabsprachen, unlauteren Wettbewerb und die Verkürzung der Lebensdauer von Glühlampen vor. Nach einem 11 Jahre währenden Verfahren ergeht 1953 ein Gerichtsurteil. General Electric und deren Geschäftspartnern werden unter anderem die Reduzierung der Lebensdauer der Glühbirnen verboten. In der Praxis hatte das Urteil jedoch kaum Folgen. Die Glühbirnen brannten auch weiterhin nicht länger als 1000 Stunden. In den folgenden Jahrzehnten meldeten Dutzende von Erfindern Patente für neue Glühbirnen an, darunter eine, die 100.000 Stunden brannte. Keine davon kam je auf den Markt. Offiziell hat es ja Phoebus eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. Ironischerweise war die Glühbirne immer ein Symbol für Ideen und Innovation. Dabei ist sie eines der besten Beispiele für geplante Obsoleszenz. Nichols Fox lebt abgelegen in den Hügeln von West Virginia. Hier schreibt sie über die sozialen Folgen der Technologisierung und versucht sich hin und wieder als Dichterin. Wenn im Finstern Schrecken drohen, hinter Büschen auf dich lauern, ehe du schreiend rennst davon, soll dein Licht dir dauern. Taschenlampen sind ganz wichtig, besonders hier draußen, wo es keine Straßenlaternen gibt. Ich hatte immer öfter Probleme mit ihnen. Auch mit neuen Birnen oder Batterien funktionierten sie einfach nicht. Selbst weit weg vom modernen Stadtleben ist Nichols Fox Opfer der geplanten Obsoleszenz.
Hier ist eine Mitteilung von General Electric aus den 30ern. Vor 2 oder 3 Jahren haben wir eine Verringerung der Lebensdauer von Taschenlampen vorgeschlagen. Die Lampen mit einer Haltbarkeit von 3 Batterielängen wurden ersetzt durch eine Lampe, die genauso lange hält wie eine Batterie. Taschenlampen sind kein Spielzeug. Sie dienen der Sicherheit. Das macht mich einfach wütend. Erstens, dass das Ganze heimlich geschah und zweitens, dass sie es überhaupt taten. Ich denke, es ist die Pflicht eines jeden, sich über Produkte zu beschweren, die nicht funktionieren. Also habe ich angefangen, Beschwerdesonette zu schreiben. Bei meinen Beschwerdesonetten bevorzuge ich die Form, die auch Shakespeare verwendet hat. Eine Schachtel voller Taschenlampen. Alle leuchten sie nicht mehr. Sie wurden kaum benutzt und gut behandelt. Drum ist ihr Niedergang nicht fair. Ist es denn zu viel der Mühen, dass Everettys Lampen länger glühen? Zurück nach Barcelona. Marcos hat den Rat der Verkäufer nicht befolgt. Er will den Drucker reparieren, auch wenn die Gebrauchsanleitung zu seinem Problem nichts hergibt. Aus diversen Internetforen erfährt er, dass er nicht der Einzige ist. In diesen Foren haben viele die gleichen Probleme wie ich. Die Drucker drucken nicht. Sie hängen sich auf, ohne dass es eine Abhilfe gibt. Das ist bei diversen Marken so. Keines der vielen 100 Postings bietet eine Lösung. Marcos sucht nach der Stecknadel im Heuhaufen. Geplante Obsoleszenz ist zur gleichen Zeit entstanden wie die Massenproduktion und die Konsumgesellschaft. Produkte mit einer kürzeren Lebensdauer sind Teil eines ganzen Systems, das mit der industriellen Revolution einherging. Damals produzierten neue Maschinen alles sehr viel billiger. Für die Verbraucher war das großartig, aber sie konnten gar nicht mit den Maschinen mithalten. So viel wurde produziert. Dank der Massenproduktion fielen die Preise und viele Waren wurden für jedermann erschwinglich. Doch die Hersteller fragten sich, ob der Kaufrausch anhalten würde. Was wäre, wenn der Verbraucher seine Bedürfnisse befriedigt sähe? Schon 1928 warnte ein einflussreiches Werbemagazin: Ein Artikel, der nicht verschleißt, ist eine Tragödie fürs Geschäft. Die Folgen dieser Tragödie bekam auch Henry Ford zu spüren, der Pionier der Fließbandproduktion. Damit sein Ford T für den Durchschnittsverbraucher erschwinglich war, ließ er ihn als Einheitsmodell in großen Stückzahlen herstellen. Zuverlässig und langlebig sollte er sein. Für diesen lauten, stinkenden, schmutzigen Ford T hatten Frauen nichts übrig. Für die Männer war er wie ein Traktor. Er war Amerikas Arbeitstier. Fords Einheitsmodell war ein durchschlagender Erfolg. In den frühen 1920er Jahren war jedes zweite Auto weltweit ein Ford T. Um Ford zu schlagen, setzte die Konkurrenz von General Motors auf eine völlig neue Strategie ihres Präsidenten Alfred Sloan. Statt den neuen Chevrolet so zuverlässig und robust wie den Ford T zu konzipieren, verordnete ihm Sloan ein spektakuläres Facelifting. Sloan kleidete den Chevrolet neu ein, trug etwas Lippenstift auf und warf ihn billiger auf den Markt als Fords Modell T. Weil das Auto hübscher aussah, ging es weg wie warme Semmeln. Sloan erkannte, dass es genügte, Ford allein in puncto Design zu schlagen. GM-Chef Sloan entwickelte das Konzept der Jahresmodelle mit wechselnden Farben, Formen und Größen. Er wollte die Verbraucher dazu bringen, alle 3 Jahre ein neues Auto zu kaufen.
Sein Plan ging auf. Henry Fords Verkaufszahlen sanken. Die Konsumenten fanden das Modell T veraltet und überholt. Als der 15-millionste Ford T vom Band gerollt war, nahm Ford ihn 1927 vom Markt. Ford übernahm nun die Strategie von General Motors und stellte ebenfalls jedes Jahr neue Modelle vor. Die Autoindustrie boomte und mit ihr die Wirtschaft. »1929, nach dem Börsenkrach an der Wall Street, war es mit der Konsumgesellschaft dann erst einmal vorbei. Die USA stürzten in eine tiefe Rezession. »Das Unemployment reached staggering proportions. By 1933, one-fourth of our labor force was unemployed.« Die Menschen standen nicht mehr für Waren Schlange. Sie wollten Arbeit und etwas zu essen. »1933 führte Präsident Roosevelt den New Deal ein. Massive staatliche Investitionen in öffentliche Baumaßnahmen sollten die große Depression beenden. Good sound men and women wanted to earn the help they got, to hold up their heads, to keep themselves from going rusty. Retail business needed their purchasing power to stimulate trade.« Doch nicht jeder baute auf den New Deal. Aus New York kam ein völlig anders gearteter Vorschlag. Bernard London, ein bekannter Immobilienmakler, wollte, um die Depression zu beenden, die geplante Obsoleszenz zur Pflicht machen. Es war die erste Publikation zu diesem Konzept. Londons Vorschlag sah vor, alle Produkte mit einem Verfallsdatum zu versehen, nach dessen Ablauf sie amtlich als tot galten. Verbraucher sollten sie dann bei einer Behörde abliefern, wo sie zerstört würden. Einen Artikel über das Verfallsdatum hinaus zu behalten, sollte strafbar sein. Dieses erzwungene Verfallsdatum sollte den Konsum wiederbeleben und die Nachfrage nach den entsprechenden Produkten anregen. Ich fand das eine großartige Idee. Bernard London glaubte, dass durch geplante Obsoleszenz die Industrie wieder in Schwung kommen würde. Die Menschen würden wieder konsumieren und bald jeder eine Arbeit haben. Er strebte ein Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit an, in dem Arbeitskräfte immer gebraucht wurden und Investitionen sich immer rentierten. Jill Slade ist nach New York gekommen, um mehr über den Mann hinter dieser Idee zu erfahren. Bernard London, ein osteuropäischer Jude, kam Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA. Immobiliengeschäfte machten ihn zum Millionär und er investierte in Bauprojekte in ganz New York. Er war ein Mann, der gerne gut verdiente, ein Kapitalist. Aber ihm lag auch das Wohl seiner Mitmenschen am Herzen. London engagierte sich für viele Wohltätigkeitsprojekte, darunter eine Schule für arme jüdische Kinder. Niemand weiß, ob es Bernard London mit der geplanten Obsoleszenz nur um Profit ging oder um Hilfe für die Arbeitslosen. Jill Slade will mehr über dessen Motive erfahren und hat jemanden gefunden, der ihn persönlich kannte. Ich habe ein Foto von Bernard London. Ja? Unglaublich. Mal sehen, ob Sie ihn erkennen. Sagen Sie mir nicht, welcher er ist. Ist ja interessant. Er sieht richtig intellektuell aus. Sie lernten ihn 1933 kennen? Da war ich 16 oder 17. Meine Eltern hatten einen riesigen Cadillac, so groß wie ein Zeppelin. Mutter fuhr, Vater saß auf dem Beifahrersitz und Mr. und Mrs. London saßen hinten. Vater bat Mr. London, mir seine Philosophie zu erklären. Ein sehr interessanter Mann. Dann erzählte er mir von seiner Idee, wie er die Depression verringern wollte. Wir hatten damals eine Wirtschaftskrise, schlimmer noch als heute.
Er war besessen von dieser Idee, wie ein Künstler von seinen Gemälden. Er hat sogar im Auto geflüstert, so als würde er fürchten, seine Theorie könnte zu radikal sein. Barnett Londons Vorschlag wurde dann doch nicht Realität. Zu einer gesetzlich verordneten geplanten Obsoleszenz kam es nie. In den 50er Jahren kam die Idee erneut auf, in etwas abgewandelter Form. Die Konsumenten sollten zur geplanten Obsoleszenz nicht genötigt, sondern verführt werden. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by now all over the world. Das war Brooks Stevens, ein Apostel der geplanten Obsoleszenz im Amerika der Nachkriegszeit und brillanter Designer. Er entwarf Haushaltsgeräte, Autos, sogar Züge. Immer mit der geplanten Obsoleszenz im Hinterkopf. Ganz im Geiste seiner Zeit standen Brooks Stevens Entwürfe für Geschwindigkeit und Modernität. Auch sein Haus war außergewöhnlich. Das ist das Haus, das mein Vater entwarf. In dem bin ich aufgewachsen. Als es gebaut wurde, hielten es alle für den neuen Busbahnhof, weil es so gar nicht wie ein Eigenheim aussah. Hier ist ein Familienfoto mit meinem Vater, mir, meinen zwei älteren Brüdern, meiner Schwester und meiner Mutter. Das Haus war voll von Dingen, die er für Kunden entworfen hatte, wie dem Lawnboy. Alle paar Jahre bekamen wir einen neuen Rasenmäher. Meine Mutter mähte gerne Rasen. Sie war quasi die Produkttesterin. Wenn sie etwas auszusetzen hatte, dann erfuhr er das. Eine der Maxime meines Vaters war, ein Produkt muss nach etwas aussehen. Er verabscheute alles Langweilige, was den Konsumenten nicht zum Kauf anregte. Unlike the European approach of the past, where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it, and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens reiste durch das ganze Land und warb in zahlreichen Reden für die geplante Obsoleszenz. Sie wurde zum Evangelium seiner Zeit. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Oldsmobiles, elegant, golden rocket. Sports outfit by Pat Primo of Los Angeles. Design und Marketing weckten im Verbraucher das ständige Verlangen nach dem Neuesten vom Neuen. Mein Vater hat nie absichtlich ein Produkt entworfen, das in kurzer Zeit einen technischen Fehler entwickeln sollte. Geplante Obsoleszenz liegt im Ermessen des Verbrauchers. Niemand zwingt ihn, in den Laden zu gehen und etwas Neues zu kaufen. Er tut das freiwillig. Es ist seine Entscheidung. Freiheit und Glück durch grenzenlosen Konsum. Der American Way of Life der 1950er wurde das Fundament der Konsumgesellschaft, wie wir sie heute haben. See, without Ohne geplante Obsoleszenz gäbe es das alles nicht. Es gäbe keine Produkte, keine Industrie, keine Designer, Architekten, keine Verkäufer, Reinigungskräfte, Security. All die Jobs wären weg.
Die geplante Obsoleszenz ist eine der Grundlagen des prächtigen Wirtschaftswachstums in der westlichen Welt seit den 50er Jahren. Seither gilt Wachstum als der heilige Gral unserer Ökonomie. Wir leben in einer Wachstumsgesellschaft, die nicht darauf abzielt, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auf grenzenloses Wachstum um seiner selbst willen. Damit die Produktion immer weiter wächst, wird auch der Konsum ins Unermessliche gesteigert. Serge Latouche ist ein bekannter Kritiker der Wachstumsgesellschaft und hat viel über ihre Mechanismen geschrieben. Ihre drei Stützpfeiler sind die Werbung, die geplante Obsoleszenz und der Kredit. Seit etwa einer Generation sollen wir offenbar Dinge auf Kredit kaufen, die wir gar nicht brauchen. Das macht doch keinen Sinn. Kritiker der Wachstumsgesellschaft sagen, dass sie auf Dauer keinen Bestand haben kann. Denn sie beruht auf einem offenkundigen Widerspruch. An grenzenloses Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen glauben nur Verrückte und Ökonomen. Leider sind wir mittlerweile alle Ökonomen. Ist es nötig, dass auf der Welt alle drei Minuten ein neues Produkt entsteht? Viele Menschen haben begriffen, dass sich etwas ändern muss, wenn sie von Politikern hören, dass sie konsumieren sollen, um die Wirtschaft neu zu beleben. Unsere Wachstumsgesellschaft ist wie ein Rennwagen, der mit voller Geschwindigkeit dahin rast, aber keinen Fahrer mehr hat. Das Ende ist vorhersehbar. Entweder fährt sie gegen eine Wand oder stürzt in einen Abgrund. Marcos hat im Internet jemanden gefunden, der weiß, was mit seinem Drucker los ist. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement. So, I decided to do a little servicing of my own. Hello Marcos. I got your message. Marcos spricht mit dem Macher des Videos. How are you? I looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. Mm-hmm. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. Ist es ethisch vertretbar, ein Produkt so zu entwickeln, dass es nach Plan ausfällt? Jill Slate untersucht, wie Designer und Ingenieure auf die geplante Obsoleszenz reagiert haben. In den 50ern haben Ingenieure über das sogenannte Death Dating gestritten, zu einem großen Teil in dem Magazin Design News. Immer mehr Hersteller wollten, dass ihre Ingenieure die Lebensdauer von Produkten technologisch verkürzten. Viele Ingenieure fanden es abstoßend, in Produkte, die Geld kosteten, Verschleiß einzubauen. Bei Design News wurde das Thema heiß diskutiert. Eine Führungsnation wie die unsere macht ihre Ingenieure zu zerstören. Es ist ein Verbrechen vor Gott, wenn wir verschwenden, was er uns schenkt. Die Ingenieure waren in einem großen Dilemma. Die geplante Obsoleszenz zwang sie zu einer Überprüfung ihrer ethischen Grundsätze. Dieses Dilemma beschäftigte nicht nur die Fachpresse.
diesem britischen Filmklassiker von 1951 erfindet ein junger Chemiker eine schmutzabweisende Faser, die nicht verschleißt. Er glaubt, eine große Entdeckung gemacht zu haben. Aber nicht alle sind darüber froh. Schon bald ist er auf der Flucht. Nicht nur vor den Fabrikanten, sondern auch vor den Arbeitern, die um ihre Jobs fürchten. Das ist interessant. Es erinnert an einen echten Fall aus der Textilbranche. 1940 brachte der Chemiegigant DuPont eine revolutionäre synthetische Faser auf den Markt: das Nylon. Frauen standen Schlange für die neuen, langlebigen Strümpfe. Es gibt noch ein Bild von mir in Strumpfhosen. Irgendwo hier. Da ist es. Strümpfe waren in den 50ern und 60ern ein Muss. Keine zu tragen galt als anstößig. Wenn wir sonntags ins Kino oder zum Tanzen gingen, haben wir immer ein schönes Kleid und hübsche Strumpfhosen angezogen. Wenn die Strümpfe aus irgendeinem Grund plötzlich eine Laufmasche hatten, wagten wir nicht weiter zu tanzen. Die könnte ja jemand sehen. Die strapazierfähige Strumpfhose galt als großer Fortschritt. Aber die Freude war von kurzer Dauer. Mein Vater arbeitete vor und nach dem Krieg bei DuPont in der Nylonabteilung. Er hat mir erzählt, wie sie das neu entwickelte Nylon als Material für Strümpfe getestet haben. Die Männer aus seiner Abteilung sollten ihre Frauen und Freundinnen die Strümpfe ausprobieren lassen. Mein Vater brachte sie meiner Mutter mit. Sie war eine der Testpersonen. Und sie war ganz begeistert, wie robust die waren. Die Chemiker von DuPont waren mit Recht stolz auf ihre Erfindung. Sogar Männer priesen die Reißfestigkeit der Nylonstrumpfhosen. Das Problem war, dass sie zu lange hielten. Die Frauen waren sehr froh darüber, keine Laufmaschen mehr zu bekommen. Aber leider hieß das auch, dass die Strumpfhosenhersteller nicht so viele davon verkaufen konnten. Der Vater von Nicholas Fox und seine Kollegen erhielten von DuPont neue Instruktionen. Die Männer in seiner Abteilung mussten zurück ans Zeichenbrett und versuchen, die Fasern so abzuwandeln, dass es wieder Laufmaschen gab und die Strümpfe nicht so lange hielten. Wenn man die Lebenszeit einer Strumpfhose verkürzen will, dann ist es eigentlich recht einfach, denn eine Strumpfhose besteht nicht nur aus Nylon, sondern sie besteht aus Zusatzstoffen, die zum Beispiel das Nylon stabilisieren gegen das UV-Licht von der Sonne. Jetzt kann man die Menge dieser Zusatzstoffe einfach variieren. Wenn man dafür wenig Zusatzstoffe oder gar keine reingibt, dann werden diese Strumpfhosen von der Sonne zerstört und dann reißen sie wesentlich leichter. Das heißt, man kann sozusagen den Zerfall, die Zerstörung einplanen. Und so gab es schon bald wieder Laufmaschen. Das vollzog sich schrittweise. Die Strumpfhosen waren nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich von miserabler Qualität. Erst nach und nach wurden die Strumpfhosen immer feiner und empfindlicher. Dieselben Chemiker, die ihr Können genutzt hatten, um haltbare Strumpfhosen herzustellen, ließen sie, getreu dem Zeitgeist, nun immer schneller verschleißen. Der dauerhafte Faden verschwand aus den Fabriken, ganz wie im Film. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. A quarter of a million. To suppress it. Yes. Wie war das für die DuPont-Chemiker, ihr Produkt bewusst zu verschlechtern? Excuse me.
Für die Ingenieure muss es frustrierend gewesen sein, ihr Wissen für ein minderwertiges Produkt einzusetzen, nachdem sie so lange an einem guten gearbeitet hatten. Aber so stellt sich das vielleicht nur nach außen dar. Vermutlich taten sie einfach nur ihre Arbeit. Etwas verbessern oder schlechter machen, das war ihr Job. Bei den Ingenieuren gab es einen Paradigmenwechsel. Die alte Schule sah es noch als ihre Aufgabe an, ein Produkt herzustellen, das nie kaputt ging. Die neue Schule war vom Markt gesteuert und an möglichst vergänglichen Produkten interessiert. Die Debatte war vorbei, als das neue Ingenieursdenken die Oberhand gewann. Wie oft wechselt ihr euer Handy? Alle 18 Monate. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Heute steht geplante Obsoleszenz an allen Design- und technischen Hochschulen auf dem Lehrplan. Boris Knuf hält Vorlesungen über den Produktlebenszyklus, einen neuen Euphemismus für geplante Obsoleszenz. Ich war einkaufen und habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Eine Pfanne, Shorts, ein Hemd und noch eins. Ethik zählt nicht mehr in einer Businesswelt, die nur eins im Sinn hat, den häufigen Neukauf. Und das ist ein alter Toaster. Ich gebe das mal rum und ihr sagt mir, wie lange sowas eurer Meinung nach halten soll. Designer müssen wissen, für wen sie arbeiten. Die Firma entscheidet je nach Geschäftsmodell, wie oft sie ihre Produkte und ihr Angebot erneuern will. Das wird den Designern gesagt und sie haben das Produkt dann so zu entwerfen, dass es exakt der Business-Strategie des Auftraggebers entspricht. Beim Vergleich verschiedener Gebrauchsanleitungen wird Marcos klar, dass die Lebensdauer vieler Drucker von den Ingenieuren vorprogrammiert wird. Sie erreichen das über einen Chip im Schaltkreis des Druckers. Ich habe den Chip gefunden. Das ist ein EEPROM, der die Zahl der Druckvorgänge registriert. Wenn die voreingestellte Menge erreicht ist, hängt sich der Drucker auf und druckt nicht mehr. Nun, wo er den Schuldigen gefunden hat, versucht Marcos, seinen Drucker wieder in Gang zu bringen. In den späten 50ern begannen Verbraucher, Fragen zu stellen zu geplanter Obsoleszenz und den Tricks der Hersteller. Der US-amerikanische Verbraucherverband testete eine große Produktauswahl auf Lebensdauer und Haltbarkeit. Die Ergebnisse wurden in einem Magazin veröffentlicht, dessen Verbreitung und Einfluss wuchs. Der Verband setzte sich auch für Gesetze zum Verbraucherschutz ein. 20 Jahre später errang er einen wichtigen Sieg über die geplante Obsoleszenz. Die Gewährleistung wurde eingeführt. Der Frust der Bürger über die kurze Lebensdauer mancher Produkte traf den Nerv der Zeit. Arthur Miller brachte ihn sogar in seinem berühmten Stück Tod eines Handlungsreisenden zur Sprache. Once in my life I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The treasury consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them so when you finally paid for them, they're used up. Die große Verschwendung hieß 1960 die erste wissenschaftliche Abhandlung über geplante Obsoleszenz.
Ihr Autor Vance Packard war mit einem Buch über die Macht der Werbung berühmt geworden. Sein neues Werk wurde ein Bestseller. Bei einem seltenen Fernsehauftritt sprach er über die Zukunft einer Gesellschaft, die auf Konsum und Verschwendung basiert. Die Kritiker der Konsumgesellschaft sahen deren Fehler, aber sie mochten keine Alternative nennen, denn die gab es bereits auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. In den späten 50ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, schien es noch immer möglich, dass der Kommunismus über den Kapitalismus als politisch-ökonomisches System obsiegen könnte. Die kommunistische Ökonomie basierte nicht auf dem freien Markt, sondern auf zentraler staatlicher Planung. In diesem System, das unter Ineffizienz und Rohstoffmangel litt, machte geplante Obsoleszenz keinen Sinn. In der DDR, der effizientesten der sozialistischen Volkswirtschaften, gaben staatliche Normen vor, dass Kühlschränke und Waschmaschinen 25 Jahre lang zu funktionieren hatten. Hier, dieser DDR-Kühlschrank, den habe ich 1985 gekauft. Der ist also mindestens 24 Jahre alt. Und die Glühbirne ist ebenso alt, habe ich noch nie ausgewechselt. Die ist also auch schon fast 25 Jahre alt. 1981 brachte eine Ostberliner Leuchtenfabrik eine Langlebensdauer-Glühlampe auf den Markt. Da oben war die zentrale Prüfstelle für die Lebensdauer von Glühbirnen. Der ostdeutsche Hersteller präsentierte die neue Birne auf der Hannover Messe in der Hoffnung auf Käufer aus dem Westen. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese Langlebensdauer-Glühlampen auf der Hannoveraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen von Osram, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAVA-Leute, Ingenieure, antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Die Käufer aus dem Westen winkten ab. Nach dem Fall der Mauer wurde die Fabrik geschlossen und die Produktion der Glühlampe eingestellt. Heute ist sie nur noch in Ausstellungen und Museen zu finden. Jahre nach dem Fall der Mauer wird im Osten ebenso zügellos konsumiert wie im Westen. Doch etwas hat sich geändert. Im Zeitalter des Internets wehren sich Verbraucher gegen die geplante Obsoleszenz. So, this is the studio. Hier drehen wir all unsere Filme. Wir schießen Fotos von jedem, der reinkommt. Polaroid ist inzwischen wie ein Dinosaurier. Er ist ausgestorben. Wir sind große VHS-Fans und überspielen unsere Filme von DVD auf VHS. Für die Neistat-Brüder, Künstler und Filmemacher aus New York, ist kein Gegenstand je überholt. Und wenn er nur als Wanddekoration oder Filmrequisite dient. Unseren Durchbruch hatten wir mit einem Film über den iPod. Ich war völlig pleite und mein iPod hatte $400 oder $500 gekostet. Schon 8 oder vielleicht 12 Monate später war der Akku hin.
Ich rief bei Apple an und bat um einen neuen. Aber damals empfahlen sie jedem, sich ein neues Gerät zu kaufen. You might as well go get a new one. Apple doesn't offer. No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod. No. Nicht der kaputte Akku nervte mich. In meinem Nokia-Handy gibt er ja auch auf. Dann kaufe ich mir einen neuen. Sogar bei meinem Apple-Laptop geht das. Aber bei diesem teuren iPod muss, wenn der Akku hin ist, das ganze Gerät ersetzt werden. Mein Bruder kam auf die Idee, einen Film darüber zu drehen. Mit einer Schablone sprühten wir auf jedes iPod-Plakat: Der nicht austauschbare Akku des iPods hält nur 18 Monate. Wir luden das Video auf unsere Webseite, wo es in den ersten paar Wochen 5-6 Millionen Mal angeklickt wurde. Die Seite brach schier zusammen. Eine Anwältin in San Francisco, Elizabeth Pritzker, hörte von dem Video und strengte eine Klage an gegen Apple. Ein halbes Jahrhundert nach dem Glühlampenfall stand ein Fall von geplanter Obsoleszenz erneut vor Gericht. Das Verfahren begann 2 Jahre nach der Einführung des iPods. Apple hatte in den USA etwa 3 Millionen davon verkauft. Viele iPod-Besitzer hatten Probleme mit den Akkus und wollten Apple verklagen. Im Internet verbreitete sich die Nachricht über den Prozess ähnlich schnell wie das Video der Neistat-Brüder. Tausende schlossen sich an. Darunter auch Andrew Wesley. Ich höre gern Musik und mein iPod ist quasi ein Teil von mir. Ich habe ihn extra für Langstreckenflüge gekauft. Wenn ich mich recht entsinne, verabschiedete sich der Akku schon beim ersten Flug von San Francisco nach New York, noch bevor wir abhoben. Unter den Verbrauchern, die sich bei uns gemeldet hatten, wählten wir einzelne stellvertretend für eine Sammelklage aus. Diese Klageform gibt es eigentlich nur in den USA. Da treten einige wenige für sehr viel mehr Leute mit ein und derselben Forderung vor Gericht auf. Ich habe in diesem Fall Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen vertreten. Der Fall wurde bekannt als Wesley gegen Apple. Als meine Freunde und Verwandten hörten, wie immens der Fall war, dachten sie, ich wäre radikal geworden. So einer wie Aaron Brockovich. Im Dezember 2003 reichte Elizabeth Pritzker am Bezirksgericht von San Mateo Klage ein, nur wenige Blocks vom Apple-Firmensitz entfernt. Wir baten Apple um Unterlagen über die Lebensdauer der iPod-Batterien und erhielten eine Menge von technischen Daten über Entwürfe und Testverfahren. Es stellte sich heraus, dass die Lithium-Batterie im iPod bewusst so entworfen worden war, dass sie nur kurze Zeit hielt. Ich denke, Apple wollte den iPod mit geplanter Obsoleszenz entwickeln. Zu einem Urteil kam es nicht. Nach einigen Monaten harter Verhandlungen haben sich die Parteien geeinigt. Apple richtete einen Austauschservice für die Akkus ein und verlängerte die Garantiezeit auf 2 Jahre. Die Kläger wurden entschädigt. Andrew Wesley gab sich mit einem $50-Rabatt auf ein neues Apple-Produkt zufrieden. Sie behielten mich als Kunden und ich kaufte einen teuren Laptop. Dabei wurde ich das Gefühl nicht los, dass Apple am Ende von meiner Abfindung noch profitiert hat.
Was mich persönlich am meisten stört, ist, dass Apple sich immer als junge, hippe, nach vorn schauende Firma darstellt. Dass ein solches Unternehmen keine gute Umweltpolitik betreibt, die es Käufern ermöglicht, die Produkte einem ordentlichen Recycling zuzuführen, das passt nicht zu diesem Image. Die geplante Obsoleszenz verursacht Berge von Müll, der in die dritte Welt verschifft wird, zum Beispiel nach Ghana in Afrika. Vor 8 oder 9 Jahren bemerkte ich, dass hier ganze Containerladungen mit Elektroschrott ankamen. Ich spreche von alten Computern und Fernsehgeräten, die in den Industrieländern keiner mehr haben will. Internationale Gesetze verbieten die Ausfuhr von Elektroschrott in Dritte Weltländer. Doch die Händler umgehen sie, indem sie den Schrott als Gebrauchtwaren deklarieren. Sie packen die guten Geräte nach vorn. In der Regel sind das vielleicht 10 pro 12 Meter Container. Der ganze Rest ist Elektroschrott. Wenn die Zollbeamten den Container öffnen, denken sie, das sind alles gute, funktionsfähige Geräte. Die Container werden im Hafenbereich entladen. Örtliche Händler kaufen die Elektrogeräte, die noch funktionsfähig oder reparabel sind, und nehmen sie mit nach Accra. In Ghana wird nichts weggeworfen, was noch repariert werden kann. Andrew Owusu kauft gebrauchte Computer aus Europa und macht sie für seine Kunden flott. Dieser Computer kommt aus Spanien. Die Festplatte war defekt. Ich habe sie ausgetauscht. Nun läuft er wieder. Bei dem da lag es an der Grafikkarte. Mit einer anderen funktioniert er jetzt. Wenn ich den Fehler gefunden habe, dauert die Reparatur kaum 30 Minuten. Andrew Owusu verkauft seine Computer an Studenten, Schulen und kleine Betriebe. Die Wegwerfmentalität der Industrieländer versteht er nicht. Hier in Afrika sind Computer schwer zu bekommen. Darum werfen wir sie nicht einfach weg. Wir reparieren sie. Doch mehr als 80% des Elektroschrotts, der in Ghana ankommt, ist irreparabel. Ganze Containerladungen landen auf illegalen Müllhalden. Das ist die Müllhalde von Abogloshi. Früher floss hier ein schöner Fluss durch, der Odor River. In dem wimmelte es von Fischen. Wir gingen in der Nähe zur Schule und kamen zum Fußballspielen her oder hingen am Fluss rum. Die Fischer haben Bootsfahrten organisiert, daran erinnere ich mich gut. Aber das ist nun alles vorbei. Mich macht das traurig. Es macht mich wütend. Heute spielen hier keine Schulkinder mehr. Stattdessen suchen Jugendliche aus armen Familien nach Altmetall. Sie verbrennen kunststoffummantelte Computerkabel, um das Metall herauszulösen. Wir holen sie aus Computern, Fernsehern und Maschinen. Das ist keine gute Arbeit. Manchmal werden wir krank. Wir husten. Manchmal schneiden wir uns an Glas. Nachts können wir nicht schlafen vor Husten. Die Jüngsten durchwühlen die Reste auf der Suche nach kleinsten Metallteilen, die die Älteren vielleicht übersehen haben. Schrotthändler verkaufen das Metall dann dorthin, wo eine neue Wachstumswirtschaft entsteht. Ihre Hauptabnehmer sind zurzeit Dubai und China. Some of
Einige der Schrottlieferanten sagen, wir wollen die digitale Kluft verringern zwischen Europa und den USA auf der einen und Afrika auf der anderen Seite. Aber die Computer, die hier ankommen, sind unbrauchbar. Was sollen wir mit dem Elektroschrott, den wir nicht einmal selbst produziert haben? Unser Land wird als Müllhalde der Welt missbraucht. Der Müll, den wir das ganze Industriezeitalter hindurch nicht sehen wollten, kommt zurück in unser Leben unausweichlich. Die Vergeudungsökonomie geht zu Ende, weil wir keinen Platz mehr haben für unseren Müll. Geplante Obsoleszenz, wie ich sie verstehe, wird betrieben aufgrund wirtschaftlicher Anreize. Eine Firma hat mehr davon, ein Produkt herzustellen, das nicht länger hält als 3 Jahre oder 1000 Stunden, weil sich so mehr davon verkaufen lässt. Ich denke, wir haben allmählich begriffen, dass der Planet, auf dem wir leben, das nicht ewig mitmachen wird. Die natürlichen Ressourcen und auch unsere Energieressourcen sind begrenzt. Die Nachwelt wird uns das niemals verzeihen, diese Wegwerfmentalität in den reichen Ländern. Überall auf der Welt ist Menschen die geplante Obsoleszenz bewusst geworden und sie beginnen zu handeln. Um die Missstände zu bekämpfen, sammelt Mike Anane detaillierte Informationen. Hier habe ich Elektroschrott, auf dem noch Inventaraufkleber sind. Zum Beispiel steht hier AMU Center in Westjylland, das kommt aus Dänemark. Das hier ist aus Deutschland, wir sollen es entsorgen. Westminster College, Leeds, City Council, auch in England. Das kommt aus Italien. Apple, dabei macht dieser Hersteller so auf grün. Viele Apple-Produkte werden hier entsorgt. Ich habe eine Datenbank mit diesen Aufklebern, mit den Adressen und Telefonnummern der Firmen, deren Elektroschrott hier in Ghana landet. Mike will seine Informationen als Beweismaterial für einen Prozess nutzen. Wir müssen handeln und Strafmaßnahmen ergreifen, damit sie aufhören, den Elektroschrott hier abzuladen. Wir haben in den USA verschiedene Gesetze, die in dem Bereich zum Tragen kommen könnten. Zum Beispiel den Clean Air Act oder den Clean Water Act. Solche Gesetze könnten leicht auf Elektronik und deren Produktion übertragen werden, sodass die Hersteller gewährleisten müssten, dass sie ihre Produkte umweltfreundlich entsorgen. Ich denke, wir sollten an dem Thema dranbleiben. Wir alle gemeinsam. Wir müssen das Internet nutzen, darüber bloggen. Gemeinsam sind wir stark. Nur so wird sich etwas ändern. Die Vielzahl der sozialen Netzwerke hilft Markus bei seiner Suche nach einer Lösung für sein Druckerproblem. Er hat die Nadel im Heuhaufen gefunden, in Russland. Eine Website bietet eine kostenlose Software an, mit der der Zähler seines Druckers wieder auf Null gesetzt werden kann. Ihr Programmierer erläutert sogar persönlich seine Beweggründe. Some cryptic message. What parts inside your printer require service maintenance. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users a resident input counter. Markus weiß nicht, was ihn erwartet, aber er lädt die Software herunter.
von einem kleinen französischen Dorf aus bekämpft John Thackara die geplante Obsoleszenz, indem er weltweit Menschen hilft, Geschäfts- und Designideen auszutauschen. In all poorer countries, in ärmeren Ländern wird alles repariert. Etwas wegzuwerfen, nur weil es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ist für Menschen im Süden undenkbar. In Indien nennen sie es Jugaad, die Tradition, alles reparieren zu können, egal wie kompliziert es ist. Wir suchen Menschen, die aktiv Projekte angehen, anstatt nur schwammig daherzureden, wie schlimm alles ist und was sich alles ändern muss. Einer von ihnen ist Warner Phillips, ein Nachfahre des bekannten Glühlampenherstellers. Ich weiß noch, wie mir mein Großvater in einer der Philips-Fabriken in Eindhoven die Massenproduktion von Glühbirnen vorgeführt hat. Ich fand das toll. Fast 100 Jahre nach der Entstehung des Glühbirnenkartells führt Warner Phillips die Familientradition fort, mit einem neuen Ansatz. Er stellt LED-Lampen her, die 25 Jahre lang halten. Das heißt, dieselben Materialien werden 25 Jahre lang genutzt, statt jedes Jahr neue. Und das Produkt muss auch nur einmal in 25 Jahren transportiert werden. Für ihn stehen langlebige Produkte und Geschäftsdenken nicht im Widerspruch. Es ist ja nicht hier die grüne Welt und da die Geschäftswelt. Wenn Business und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, ist das die beste Geschäftsgrundlage. Und der einzig richtige Weg dahin ist meiner Meinung nach, die realen Kosten aller Ressourcen mit einzubeziehen. Deshalb achten wir auch auf den Energieverbrauch und den indirekten Energieverbrauch beim Transport. Wenn die Spediteure die realen Transportkosten tragen müssten, mal ganz abgesehen davon, dass Erdöl eine nicht erneuerbare Ressource ist, dann wären die Transportkosten 20 bis 30 Mal so hoch. Die sich daraus ergebenden Kilometerpreise würden sehr viel ändern. Selbst eine einfache Glühbirne wäre wesentlich teurer, wenn alle versteckten Kosten mitbezahlt werden müssten, wie CO2-Emissionen, Rohstoffe, Umweltbelastung, Abfallbeseitigung und Recycling. Würde das alles in die Produktkosten einfließen, ergäben sich gewaltige Anreize für Unternehmer weltweit, möglichst langlebige Produkte herzustellen. Geplante Obsoleszenz lässt sich auch mit neuen Ansätzen in der Produktherstellung bekämpfen. Einer davon heißt Cradle to Cradle. Wenn Fabriken so funktionierten wie die Natur, dann würde geplante Obsoleszenz selbst obsolet. Wenn man über Umweltschutz redet, meint man bei uns immer sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, null Abfall, weniger schädlich. Wenn man sich die Natur aber im Frühling anschaut, ein Kirschbaum, kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. Tatsächlich produziert die Natur im Überfluss. Aber verwelkte Blüten, Laub, alles organische Material sind kein Abfall, sondern sie ernähren andere Organismen in einem ständigen Kreislauf. Die Natur kennt keine Abfälle, sondern sie kennt nur Nährstoffe. Braungart glaubt, dass die Industrie den Verwertungszyklus der Natur imitieren kann. Er hat es bewiesen, als er den Produktionsprozess einer Schweizer Textilfirma umgestaltete. Wenn man zum Beispiel solch einen Stoff hat dazu, ein Sofa damit bezieht oder ein Stuhl, dann sind die Zuschnitte, was man abschneidet, so giftig, dass es als Sondermüll entsorgt werden muss. In der Fabrik wurden wie selbstverständlich Hunderte von toxischen Farbstoffen und Chemikalien benutzt. Für die Produktion neuer Stoffe haben Braungart und sein Team die Liste auf 36 Substanzen reduziert, allesamt biologisch abbaubar. Wir suchen jetzt alle Zutaten raus,
dass man sie auch essen könnte. Das heißt, ihr könnt die klein schneiden und in Müsli packen, wenn sie wollen. Braungart ist überzeugt, dass sein Konzept bei jedem industriellen Prozess anwendbar ist. Wir können alles nochmal neu erfinden, sodass es entweder biologisch nützlich ist oder technisch nützlich ist. Wenn man eine Müllgesellschaft hat, ist jedes kurzlebige Produkt natürlich ein Müllproblem. Wenn es aber eine Gesellschaft ist, die Nährstoffe macht, ist jedes kurzlebige Produkt wieder eine Chance, etwas Neues zu machen. Den radikaleren Kritikern der geplanten Obsoleszenz reicht eine Umgestaltung der Produktion nicht. Sie stellen unser gesamtes Wirtschafts- und Wertesystem in Frage. Das ist eine Revolution, eine kulturelle, denn es ist ein Paradigmenwechsel, eine Änderung der Geisteshaltung. Diese Revolution heißt Wachstumsrücknahme. Ähnlich wie Brooks Stevens in den 50ern reist Serge Latouche von Konferenz zu Konferenz und spricht über Wege aus der Wachstumsgesellschaft. Wachstumsrücknahme ist ein provokantes Schlagwort. Es soll den ein wenig euphorischen Diskurs über ein mögliches und vertretbares unendliches Wachstum stören und unterstreicht die Notwendigkeit eines Umdenkens, eines Ausstiegs aus dieser Logik der Maßlosigkeit. Das Programm lässt sich in einem Wort zusammenfassen: reduzieren. Reduzieren wir die Umweltschäden, die Verschwendung, die Überproduktion und den übermäßigen Konsum. Wenn wir den Konsum und die Produktion reduzieren, dann wird Zeit frei, in der wir andere Formen des Reichtums entwickeln können, die unerschöpflich sind, wie Freundschaft und Wissen. Wir stützen uns immer mehr auf Gegenstände. Sie sollen uns Selbstwertgefühl und eine Identität geben. Das liegt am Verlust dessen, was früher identitätsstiftend war, wie etwa Teil einer Gemeinschaft zu sein oder der Natur. All die sozialen Dinge, die der Konsum ersetzt hat. Wenn das Glück vom Konsumniveau abhängen würde, müssten wir in Glückseligkeit schwelgen. Denn wir konsumieren 20 Mal mehr als zur Zeit von Karl Marx. Umfragen zeigen jedoch, dass die Leute nicht 20 Mal glücklicher sind. Vielleicht kehrt sich ab einem bestimmten Punkt die Relation zwischen dem Wachstum des Konsums und dem des Glücksgefühls sogar um. Denn Glück ist ja immer etwas Subjektives. Die Gegner der Wachstumsrücknahme fürchten, dass sie die moderne Wirtschaft zerstören und uns zurück in die Steinzeit werfen könnte. Die Rückkehr zu einer Gesellschaft, deren Einfluss auf die Umwelt den Planeten nicht zerstört, wäre keine Rückkehr in die Steinzeit. Unter sonst gleichen Umständen hieße das für ein Land wie Frankreich, in die 60er zurückzukehren. Das ist nicht gerade die Steinzeit. Eine Gesellschaft der Wachstumsrücknahme verwirklicht praktisch die Vision Gandhis, der gesagt hat, die Welt ist groß genug für die Bedürfnisse aller, aber zu klein für die Gier Einzelner. Markus installiert die russische Freeware auf seinem Computer. Mit ihrer Hilfe kann er den Chip in seinem Drucker auf Null zurücksetzen. Der Drucker ist sofort entsperrt.